Ja, herzlich willkommen zum ersten Let's Play von Rising World hier auf Let's Multiplay. Mit dabei ist diesmal der Fail und der Hidan. Ihr könnt gerne in die Kommentare da unten reinschreiben, was wir denn mal so bauen sollen. Die Möglichkeiten in Rising World sind quasi, ja, unbegrenzt. Also schreibt rein, was wir bauen sollen und dann gucken wir mal, dass wir das Ganze umgesetzt bekommen. Jetzt aber viel Spaß mit Rising World. World. So, herzlich willkommen zu Rising World mit dem LMP Florian und Hidan. Hallo. So, ja, im Grundsatz ist es ein Aufbauspiel. Und das Crafting-Menü, das wollte ich euch noch zeigen. Drückt mal I. I. So, dann steht oben links Inventory und daneben Crafting. Ja. Und bei Allgemeines könnt ihr dann halt runterscrollen, da stehen dann Rohstoffe. Das sind im Grundsatz die ersten Rohstoffe, die ihr herstellen könnt. Holz ist das erstwichtigste jetzt am Anfang, weil, warte, wo war's? Dann kann man auf Werkbänke gehen, nachdem man sich Holz gecraftet hat und eine ganz normale Werkbank herstellen. Das mache ich mal eben. Brauche ich jetzt nicht machen. Für uns. Rechtsklick platzieren, dann kommt da so ein grünes, Du hast den Kasten in grüner. deinem Körper drin. Ja, ich weiß. Dann kommt da so ein grüner Balken und bis der ganz grün ist, Ja. so auf ja, F ist dann halt wieder, ne, anvisieren. Siehst du, kann man sich Waffen craften. Die kosten nichts. Im Moment noch, ne? Streitaxt und so weiter. Morgenstern, da braucht man Komponenten für. Ja, Werkzeuge. Alles, hier kann man mittlerweile auch seit dem neuesten Patch Sachen anbauen. Ich habe eine Streitaxt. Ja. Ja. So. Was mal. Warte, Werkbänke. Was wir jetzt als nächstes brauchen, ist ein Amboss. Das kann ich hier zeigen. Den planten wir am besten hier hin. Boom, Amboss. Genau. Oh, So. Eisenplättchen. Ah, okay. Und da sind Komponenten. So, und am besten holt euch jeder einen Hakenkopf und Hab ich. braucht man noch ein Hakenblatt. Vorschlag haben wir mal alles einfach so durch, bis auf die ganz Oh, wo normalen Sachen. keine Sachen dafür oder was? Aktuell noch nicht. Nee, aktuell noch nicht genau. Dann craftet man sich ein paar Sticks und stellt sich da Werkzeuge mit her, weil die Hacke zum Beispiel, der Vorschlaghammer, die sind wirklich wichtig. Warte, warte, warte. Ein Stock soll ich mir jetzt craften, ne? Genau, ein Stock ist Gut. für ja, den Stiel halt, ne, von der Werkzeug. Stock und Stein, ich gehe da rein. Ja, so, warte mal, Leiter. So. Was soll ich mir jetzt? Hilfsmittel soll ich mir jetzt craften, ne? Eine Uhr, ach nee, wo kann ich denn das? Werkzeuge. Werkzeuge, genau, und da Spitzhacke, Werkzeuge. Axt, Hast du Sichel. schon? Sichel Ja, sagt ist mir. für Nudelholz. ja, genau, bald das kommt in den nächsten Updates, soll's Kochen nach Rezepten geben, also auch mit Herd, Pfanne und so weiter, also dass du nichts anbraten lässt. Dann ist es ja schon wieder ein Spiel für meine Freundin. Ja, das ja, genau, das stimmt. Ich habe auch schon überlegt, ob ich meine Freundin das nicht spielen lasse, wenn ich Hunger habe. Und zwar, die Hake ist dafür da, um Flächen gerade zu machen. Weißt du, um Ah. irgendwas Ah, jetzt draufzubauen. sehe Dann ich's gar sieht nicht. das sieht so aus und dann wird dann halt alles in der Umgebung relativ gerade Okay. für Bauflächen. Ne? Sehr wichtig dafür. Cool. Kann man hier eigentlich ein schönes Plätzchen, weil wir hier haben. Hier kann man Stein sehr gut farmen, ne? Und ich denke, dass wir hier bleiben können. Und das ist. Wir müssen uns gleich noch eine Blockbank craften, um verschiedene Steinblöcke herzustellen. Okay. Und dann bauen wir uns eine Hütte. Hey. Genau, erstmal bauen wir uns dann eine Hütte. Oh, Baumfeld! Ich hatte vor, dass wir uns dann später auch vielleicht sogar. Kann ich den Baumstamm hier wegmachen? Ja, genau. Das kannst du auch. Cool. Ja, was wollen wir später?
Dass wir uns später auch sehr schnell so Dinge bauen, weil man kann hier Betonblöcke auch craften. Der hat durch den Baum durchgehauen und den Boden weggebaut. Einmal mit Profis arbeiten, ne? Was machen wir da jetzt? Er holt sich schon eine Hake. Ich baue jetzt mal kurz eine Blockbank. Ja. Lernt ich dann. Hä? Werkbänke. Ich noch genau zwei Holz hatte. Ich habe noch Holz im Inventar. Ja, ich mach gerade hier den Stamm weg, dann reicht das. Ist aber eigentlich ganz schön von der Grafik her, finde ich. Ja, ne? Ja. Das, später kommen auch noch Gegner und NPCs dazu. Hui. Deshalb auch die Waffen. Dann bekommt man auch automatisch Admin-Rechte und so weiter, also kann man verteilen. Ne? Mhm. Es kommt noch Elektronik dazu. Okay. Kommen Fahrzeuge dazu, wie Flugzeuge, Autos und so weiter. Wow. Ja, fand ich auch wow. Verschiedene Biome wie Wüste, Dschungel und so weiter. Okay. Und was war noch? Da waren noch so viele verschiedene Sachen, das waren, also das Spiel soll sehr vielfältig werden, auf jeden Fall. Okay. Ja, wir brauchen jetzt erstmal, besser Vielfalt Stein. Als Einfalt. Ja. Was brauchen wir? Wir brauchen Stein, ne? Genau. Wo ist denn eigentlich? Ach stimmt, Hidan ist ja unser Master auf Stein und Minenarbeiten und so. Wo ist denn er am Arbeiten, dann können wir da mithelfen. Bevor wir jetzt hier überall alles, kurz und klein kaputt hat. Schlagen. Ich glaube, ich weiß, wo er ist. Ich habe ihn gesehen. Ich habe so hier unten. Ja. Ja, genau, das passt sogar ganz gut, finde ich. Wieder das Loch da oben zumachen, nicht, dass es hier. Alter, wie schnell hast du denn hier runtergebuddelt, ey? Alter, Schede, nee, hier das Loch war schon teilweise da. Ach so, auf F2. Können wir fackeln? Was? Auf F2 können wir fliegen? Ja. Genau. I believe I can fly. Yeah. Wenn ich jetzt F2 drücke, falle ich bestimmt wieder runter, ne? No. Ja, ich falle! Du musst gerade. Achso. Es gibt ein paar Lichter, die kann man sich umsonst craften. Jeder versteht sowas immer sehr, sehr schnell. Ja. Merkst, das ist sogar ganz gut. Minecraft! Okay, du machst schon an. Jetzt werde Licht. Kann man die auch irgendwo hin platzieren? Rechtsklick. Da bin ich nicht. Ja, du hast bestimmt eine ganz normale Fackel, ne? Weiß ich. Ach, die hast du. Ja, weil die waren umsonst und da habe ich mir gedacht. Kann die Mini hier auch einstürzen? Also, dass man zu viele Blöcke? Okay, also nicht so wie bei Seven Days to Die. Genau. So ist es nicht. Okay. Hidan, bevor ich jetzt hier wie so ein Bekloppter irgendwie deine Höhle kaputt mache, hast du. Ja? Wie wolltest du denn ungefähr bauen? Nach unten. Achso, in die Hölle. Ja, okay. Das ist ein bisschen sehr steil. Dann gucken wir mal, dass wir nochmal. Fail, dann lass uns wieder mal irgendwo abbauen hier. So. Hack, hack, hack. Hack, 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 hack. Stay alive. So. Ja. Bau mal an einem Berg eine etwas geradere Fläche hin. Und wie kriege ich jetzt Steine? Habe ich die automatisch im Inventar? Ja, genau, die hast du automatisch im Inventar. Also das, was da rausbröckelt, das ist. Nur Müll. Ja, genau, das kannst du weder aufsammeln, das und so. Weil echt wo man gerade Fläche hinein. Du könntest auch so ein riesengroßes Schloss hier in den Stein reinhämmern. Die Minen von Morgul oder so. Gestaltet sich ehrlich gesagt ziemlich schwer. Ja? Ja. Wieso? Ja, weil es ist halt, man kann nicht wie in Minecraft direkt straight gerade Blöcke abbauen, weil das ist alles sehr unförmig hier und deswegen geht das leider nicht. Oder eher schwer. Verstehe. Okay. Man kann mit einem Vorschlaghammer kann man dein Gesicht einschlagen. Genau. Auch
Aber es geht auch, dass man die Felswände relativ gerade macht. Okay. Wenn man jetzt zum Beispiel eine Mine baut, die nach was aussehen soll, nicht nur zum Farmen da ist, kann man mit einem Vorschlaghammer Stein bearbeiten. Ja, mit der Hake halt Erde. Ne? Mhm. Da haben wir ja gesehen. Wenn man jetzt, keine Ahnung, irgendwie ein Steinhaus bauen will oder so. Ich meine, damit kann man das sogar schnell abbauen. Ich bin mir jetzt nicht sicher. Also gesetzte Blöcke. Schnell Holz einsammeln. Warte. Da ist er noch. Ah, sehr gut. Holz. Holz ist wichtig. Ich habe jetzt auch noch nirgendwo gesehen, dass Leute hier solche Burgen gebaut haben, also zumindest in eine Wand rein, gestaltet sich schwierig. Okay. Ich meine, du kannst zwar Blöcke setzen, ne, die sind auch viereckig, aber jetzt so direkt wie bei Minecraft, ohne irgendwas zu bearbeiten, roher Stein, das ist eigentlich wirklich roher möglich. Roher Stein, das lass sein. Oh. Pack ihn lieber in den Ofen rein. Denn dort wird er rund und bunt. Ja, was? Entschuldigung. Wärst du besser Minecrafter geworden. Ja. Ja, letztens hatte hier YouGamer HD auch gefragt, ob wir nicht lieber mal Minecraft spielen können. YouGamer HD, das sagt mir gar nicht. Nee, das ist der hat kommentiert im Video. Ah, ja, dann ist hier halt ja eine gute Alternative, ne? Rising World ist eine sehr gute Alternative, ja. Ich freue mich schon, wenn die ersten Fahrzeuge kommen. Damit ich überfahren kann. Genau. Nee, generell auch Flugzeuge und sowas sollen ja reinkommen. Zum selber craften oder also selber bauen hast du die denn so? Das kann ich dir noch gar nicht sagen. Dazu wurden auch noch keine Fotos oder sonstiges veröffentlicht. Ach so, okay. Deswegen. Auch nicht schlecht, okay. Ja, das ist schön. Ach so, um etwas ein bisschen zu formen, könnt ihr auch Erde in euer Inventar ziehen. Ein Rechtsklick platzieren, ne? Und dann mit der Hake oder sonst irgendwas versuchen gerade zu ziehen. Okay. Aber ich glaube, ich habe erstmal genug Stein gehackt hier, glaube ich. Warte mal. Oh, man braucht sehr viel Stein. Wollte ich nur mal gesagt haben. Also, ja, für einen Block braucht man teilweise 4 Steine. Okay. Wie viel Stein habe ich jetzt hier? Sehr viel. Ich habe jetzt 128 über 128. 128 geteilt durch 4 sind 32. Danke. Hat dem Freund im Hintergrund geholfen, oder was? Nein, ich habe nur den 1 Stack durch 2 geteilt. 64 durch 2. Ne? Ja, okay. Aber vielleicht hat er sein Handy so mit Sprachaktivierung, weißt du, direkt daneben. Deshalb hat er dann auch so lang gezogen sind. Dann über Kopfhörer so. Nee, ich hab hier nur mein Drink hier stehen. Hm? Ah, aha. Ein bisschen Energy. Ja. Rum, der Captain morgen. Der Captain kommt nachher. Der Captain ist noch auf See. So, hack, hack, hack. Ja, aber sieht schon lustig aus, ey. Das ist schon. Mal was anderes. Und ist sogar auf Deutsch. Das ist ja noch überraschender, finde ich. Ah, das sind übrigens auch deutsche Entwickler, ne? Ach so. Das ist noch viel überraschender. Ja. Ja. Die sollen auch sogar sehr, sehr freundlich sein. Also, echt? Wenn man irgendwelche Ideen für das Spiel hat, wie man irgendwas besser machen könnte, kann man denen schreiben. Und die sollen wohl sehr dankbar für jedes Angebot sein. Oh, nicht schlecht. Ich wäre auch ziemlich dankbar, wenn ich weniger selber nachdenken muss. Ja. Ja. Ja, okay, das stimmt. Ja, ich muss mal kurz gucken, wie ich hier überhaupt rauskomme. Hier haben wir uns gar keine Gedanken gemacht, wie wir überhaupt wieder rauskommen wieder. Ja, dann? Ja, stimmt. Ich baue so, dass ich wieder rauskomme. Ich weiß nicht, was du machst. Ich baue uns hier mal einen Weg frei, ja. Alter, wie tief bist du denn jetzt schon? Warte mal, das muss ich mir mal angucken jetzt hier. Bist du schon in der Hölle? Nein. Ach so tief bist du noch gar nicht. Ja, wobei, doch, bist eigentlich ganz schön ganz.
tief runtergekommen. Man hört ja schon die Kühe nicht mehr, höre ich gerade. Bin noch nicht einmal gehört. Moo. Doch, ich höre die. Hörst du die nicht, Moon? Nö. Okay. Ist dein Sound so leise? Nö. Nö. Du, es ist Nacht geworden mittlerweile. Cool. Passiert nachts irgendwas? Momentan noch nicht. Achso. Ja, zum Glück noch nicht. Oh, das sind Sterne. Guck mal, Sterne.